Station Göttingen. Unser Zug endet dort. Auf Wiedersehen. Wir danken Ihnen für die Reise mit der Harz-Weser-Bahn und hoffen, Sie bald wieder als unsere Fahrgäste begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nee, nix auf Wiedersehen. Das genaue Gegenteil. Herzlich willkommen. Und zwar in Südniedersachsen. Heute zeige ich einen Mix alter und neuer Aufnahmen aus Göttingen und Umgebung und plaudere ein bisschen dazu. Über die Entwicklung des Eisenbahnnetzes, das Geschehen auf den Gleisen und die eine oder andere Unbekanntheit. Das 120.000 Einwohner zählende Göttingen ist vor allem durch seine Georg-August-Universität mit rund 30.000 Studierenden bekannt. Den Zweiten Weltkrieg überstand es relativ glimpflich. Weite Teile der historischen Altstadt blieben erhalten. Dank der Uni waren hier stets viele kluge Köpfe versammelt. Einer davon war Multitalent Karl Friedrich Gauß, der gemeinsam mit Göttingen-Motiven auf der letzten Serie des 10-Mark-Scheins auftauchte. Gauß starb 1855. Ein halbes Jahr zuvor hatte er der Eröffnungsfeier der Hannoverschen Südbahn beigewohnt, womit wir beim Thema wären. Der erste Schienenstrang erreichte Göttingen 1854 aus Richtung Norden und wurde zwei Jahre später, topografisch anspruchsvoll, über Dransfeld und Hannover-Schmünden nach Kassel verlängert. 1867 kam die Strecke nach Ahrenshausen und weiter nach Nordhausen hinzu. Ab 1872 ging es von Ahrenshausen durchs Werratal nach Hanmünden. 1876 folgte die Direktverbindung von Friedland nach Eichenberg und Bebra, woraufhin die Ahrenshausen-Kurve bereits 1884 stillgelegt wurde. 1897 eröffnete die Göttinger Kleinbahn AG ihre 750 mm Schmalspurstrecke ins Gartetal nach Rittmarshausen und verlängerte sie 1907 bis Duderstadt. Wie die Strecken südlich des Göttinger Bahnhofs verknüpft waren, schauen wir uns gleich genauer an. Das vorerst letzte Neubauprojekt war die Nebenbahn über Adelepsen nach Bodenfelde, wo Anschluss an die Sollingbahn bestand. Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg begann der Schrumpfkurs der Eisenbahn in Göttingen. Rittmarshausen-Duderstadt strich 1931 die Segel. Der Rest der Gartetalbahn überlebte bis 1959. Während Göttingen sein östliches Hinterland durch die Grenzziehung verlor, mauserte sich die Nord-Süd-Strecke Hannover-Bebra-Fulda-Würzburg zu einer der Hauptschlagadern Westdeutschlands. Bis zu deren Elektrifizierung 1963 nahm ein Teil des Fernverkehrs den beschwerlichen Weg über die Dransfelder Rampe. Anschließend verblieb dort nur noch ein kümmerlicher Nahverkehr, der 1980 endete. Die Stilllegung erfolgte häppchenweise bis 1995. Die Entscheidung zur Führung der Neubaustrecke Hannover-Würzburg über Göttingen fiel 1976. Ursprüngliche Planungen hatten eine Trassierung via Holzminden vorgesehen. Erste kurze Abschnitte der offiziell als Schnellfahrstrecke, kurz SFS, bezeichneten Rennbahn, gingen 1988 und 90 in Betrieb. Seit Juni 91 ist sie durchgehend befahrbar und Göttingen ins ICE-Netz eingebunden. Die klassische Nord-Süd-Strecke, abgekürzt NSS, dient seitdem vorrangig dem Regional- und Güterverkehr. Die selbsternannte Stadt die Wissenschaft empfängt und verabschiedet ihre Reisenden bis heute im Urbahnhofsgebäude von 1854. Dem Personenverkehr stehen 8 Bahnsteiggleise zur Verfügung, 4 bis 7 an der NSS und 8 bis 11 an der SFS. Im Fernverkehr ist Göttingen Halt für die ICE-Linien 12 und 13 von Berlin in die Schweiz bzw. nach Frankfurt Flughafen, 20 und 22 zwischen Hamburg und der Schweiz respektive Stuttgart, 25 von Hamburg und Bremen nach München sowie 26 Stralsund Karlsruhe, sodass sich, bis auf wenige Ausnahmen, stündliche Direktverbindungen auf allen Relationen ergeben. Im Nahverkehr ist Göttingen aus sämtlichen Richtungen Endstation und dank zahlreicher Anbieter treibt man es hier ziemlich bunt. DB Regio Südost fährt als thüringischer RE1 über Erfurt und Jena nach Glauchau. DB Regio Nord mit den RB-Linien 80 und 82 im stündlichen Wechsel nach Nordhausen und Bad Harzburg sowie Einzelleistungen nach Einbeck-Mitte.
Metronom als niedersächsischer RE2 nach Hannover und Uelzen, Cantus als hessische RB 7 und 8 via Eichenberg nach Bebra oder Kassel, sowie die Nordwestbahn auf der RB 85 über Bodenfelde und Ottbergen nach Paderborn. Zum Einsatz gelangen, je nach Betreiber, E-Lok-bespannte Doppelstockparks, 3- und 4-teilige Flirt-Elektrotriebzüge und Dieseltriebwagen der Baureihen 612, 643 und 648. Der durch Container- und Autologistik geprägte Güterverkehr passiert Göttingen meist ohne Halt. Für ein gewisses lokales Frachtaufkommen sorgt das Novelis Aluminiumwerk. Der normale Reisende nimmt lediglich die Anlagen des Personenbahnhofs wahr, der von der Allianz pro Schiene zum Großstadtbahnhof des Jahres 2013 gekürt wurde, aber bloß einen Teil der Göttinger Eisenbahnwelt darstellt. Nördlich erstreckt sich der Güterbahnhof, unter anderem Start und Ziel der erwähnten Novelis-Züge. Im Bahnhofsteil Göttingen GBF Nord zweigt die Bodenfelder Nebenbahn ab. Um die Situation südlich des Personenbahnhofs zu erläutern, blicken wir noch einmal in die Vergangenheit, da die Nord-Süd-Strecke ursprünglich einen anderen Verlauf nahm. Zunächst trennten sich Dransfelder und Eichenberger Strecke am damaligen Bahnübergang der Groner Landstraße. Die Original-NSS kreuzte die Leine beim heutigen Roßdorfer Kreisel und führte über den Flütedamm direkt nach Roßdorf. Der wachsende Verkehr auf Schiene und Straße sorgte zum Ende des 19. Jahrhunderts für zunehmend unerträgliche Zustände. Der ständig geschlossene BÜ nervte Fußgänger und Fuhrwerker und die höhengleiche Trennung der beiden Hauptstrecken störte den Betriebsablauf, in dem mit nur 3 Bahnsteiggleisen ohnehin zu klein gewordenen Bahnhof. Der nach langem Hin und Her und verzögert durch den Ersten Weltkrieg bis 1922 eine umfassende Umgestaltung erfuhr. Die Groner Landstraße wurde 1,20 Meter tiefer und der Personenbahnhof 3 Meter höher gelegt und auf 6 Bahnsteiggleise erweitert. Dransfelder und Eichenberger Strecke erhielten eine gemeinsame Leinebrücke und trennten sich erst hinter der Jähringstraße neben dem Stadtfriedhof, sodass die NSS neu westlich um den Leineberg herum nach Roßdorf führte. Ein Überwerfungsbauwerk ermöglichte gleichzeitige Einfahrten von Dransfeld und Ausfahrten nach Eichenberg. Auch die Gartetalbahn war betroffen, denn ihr Personenbahnhof lag bis dato nördlich der Groner Landstraße. Weil die Höherlegung die finanzielle Schlagkraft der Kleinbahn überstieg, ließ sie ihre Reisezüge fortan in ihrem Güterbahnhof beginnen. Etwa dort, wo jetzt das berühmt-berüchtigte Corona-Hochhaus in den Himmel ragt. Damit war die Entwicklung in diesem Bereich jedoch noch nicht abgeschlossen. Als 1962 das zweite Gleis der Dransfelder Strecke zwischen Groß-Ellershausen und Göttingen verschwand, fand dessen Brücke über die NSS eine neue Verwendung. Seither können Züge vom Güterbahnhof nach Süden ausfahren, ohne dem Gegenverkehr in die Quere zu kommen. Sie fädeln dann an der Abzweigstelle Grone in die Bestandsstrecke ein. Diese Verbindung nutzen heute vor allem in Gleis 5 beginnende Cantusse, weil sie nur auf diesem Weg das Regelgleis nach Roßdorf erreichen können. Der Bau der Schnellfahrstrecke bescherte dieser Ecke weitere Veränderungen. Die Abzweigstelle Siegweg ermöglicht Fahrten von der SFS in die Gleise 4 und 5 sowie kreuzungsfrei in den Güterbahnhof. Ferner erhielt Göttingen einen zusätzlichen Bahnsteig zwischen Gleis 10 und 11 sowie einen Ausgang zur Westseite, wo die Überbleibsel des stillgelegten Ausbesserungswerks zum Veranstaltungszentrum Lokhalle umfunktioniert wurden. Was wäre noch zu sagen? Im Nordkopf besteht keine Verbindung zwischen SFS und Güterbahnhof. Aus den Gleisen 9 bis 11 kommt man nicht mehr zur NSS nach Süden und Gleis 4 kann als einziges Bahnsteiggleis nur in Fahrtrichtung Norden genutzt werden. Alles in allem lassen sich in Göttingen täglich 500 bis 600 Züge bewundern. Auf der SFS können sie theoretisch mit 120, in den durchgehenden Hauptgleisen 4 und 6 der NSS mit 80 km/h durchbrezeln. Weil letztere häufig mit endenden oder beginnenden Regionalzügen belegt sind, werden Güterzüge immer so durch den Bahnhof geschleust, wie es gerade passt. Wobei auch das bahnsteiglose Gleis 2 seine Daseinsberechtigung nachweisen darf. Gemanagt wird der lebhafte Verkehr von den Fahrdienstleitern auf GF, einem 1973 in Betrieb genommenen Relaisstellwerk der Bauform SPDRS60. Nach so vielen Informationen zum Bahnhof Göttingen schauen wir uns an, wie es auf den zulaufenden Strecken aussieht, beziehungsweise was von ihnen noch zu erkennen ist.
beginnen wir mit Schnellfahr- und Nord-Süd-Strecke, die ich aufgrund ihrer räumlichen Nähe und der betrieblich engen Verzahnung gemeinsam betrachte. 22 Kilometer nördlich von Göttingen an der Abzweigstelle Edesheim sind beide Magistralen erstmals seit Hannover-Würfel miteinander verknüpft. Auch nach Inbetriebnahme der SFS nimmt die NSS eine Spitzenposition im deutschen Eisenbahnverkehr ein. Von allen Strecken der Region ist sie mit über 250 Zügen pro Tag die am dichtesten belegte. Nordheim ist Kreuzungsbahnhof von NSS mit Südharz bzw. Sollingbahn, die vor dem Zweiten Weltkrieg erhebliche Bedeutung im Güterverkehr besaß und heute ein Schattendasein mit stündlichem Regionalverkehr fristet. Das Nordheimer Empfangsgebäude, kaum mehr als eine Hundehütte, liegt zwischen Nord-Süd- und Ost-West-Strecke. Beide Bahnhofsseiten können mit je drei Bahnsteiggleisen aufwarten. Südlich vorgelagert ist der verkrautete Güterbahnhof. Über das Geschehen auf den Gleisen wacht der Fahrdienstleiter auf dem Spurplanstellwerk NF. Vorbei an der früheren Haltestelle Sudheim geht es südwärts. Die SFS lässt Nordheim links liegen und führt in Sichtweite mal mehr, mal weniger dicht zur NSS durchs weite Leinetal. Die aus einem weichen Trapez bestehende Überleitstelle Sudheim ist seit 2017 Geschichte. In Nörten-Hardenberg gehen SFS und NSS auf Tuchfühlung. Auf beiden Strecken ist Nörten Überholungsbahnhof. Außerdem existieren Weichenverbindungen zum Wechsel von der SFS zur NSS und umgekehrt. Zwischen Edesheim und Göttingen kommt die Umleitung unter erleichterten Bedingungen zur Anwendung. Die Züge haben einen Alternativfahrplan für die jeweils andere Strecke und können bei Bedarf unkompliziert von ihrem Regelweg abweichen. Das SPDRS-60-Stellwerk steuert neben dem Bahnhof Nörten auch die Abzweigstelle Edesheim. Im Übrigen existierte hier bis Ende 1993 eine Zuckerfabrik, deren Anschluss aus dem Nord-Süd-Gleis der SFS abzweigte. Beide Strecken verlaufen parallel gen Süden, vorbei am ehemaligen Bahnhof Bovenden, der seine Reisezughalte bereits 1963 verlor und bis zum Bau der SFS noch ein Überholungsgleis besaß. Aus Lärmschutzgründen wurden die vier durch den Ort führenden Schienenstränge auf rund 400 Metern überdeckelt, wobei es sich bei diesem Bovender Deckel genannten Bauwerk um keinen Tunnel, sondern, genau, eine Überdeckelung handelt. Zum folgenden Bahnhof Göttingen ist alles gesagt. Nun trennen sich SFS und NSS und werden erst in Fulda wieder zueinander finden. Erstere führt bergwärts gen Kassel, vorbei an der Abzweigstelle Siegweg und der früheren Überleitstelle Mengershausen, deren Weichentrapez bei einer Güterzugentgleisung 1999 schwer beschädigt und nie wieder eingebaut wurde. Nach Passieren von Leine-, Busch- und Endelskamp-Tunnel ist der Betriebsbahnhof Jünde erreicht, dessen Spurplan 600-Stellwerk von Göttingen ferngesteuert wird. Damit verabschieden wir uns von der SFS, kehren zurück in den Leinegraben und folgen der NSS, die südlich von Göttingen recht angestaubt daherkommt, weil seit der Elektrifizierung so gut wie keine Modernisierung mehr erfolgte. Aus jener Zeit stammen auch die Relaisstellwerke in Rossdorf, Oberneser und Friedland, die zielstrebig ihrem 60. Geburtstag entgegengehen. Bei den Gleisanlagen wurde derweil eifrig rationalisiert. Von einst 5 Überholungsgleisen zwischen Göttingen und Eichenberg überlebte bloß eines in Oberneser. Die Kastratenbahnhöfe Rossdorf und Friedland verfügen nur noch über je 2 Weichen, sind also kaum mehr als halbe Überleitstellen. Oberneser verlor seine Reisezughalte 1990. Rossdorf, wo ich mein erstes Bahnvideo überhaupt drehte, das man hier sieht, bereits 1963. Die Reaktivierung der Verkehrsstation Rossdorf scheint allerdings beschlossene Sache. In Eichenberg mag man angesichts der umfangreichen Anlagen kaum glauben, dass es der namensgebende Ort nicht einmal auf 1000 Einwohner bringt. Der in 3 Bundesländern gelegene Bahnhof litt sehr unter der deutschen Teilung, weil die Hauptbahn in Richtung Ahrenshausen-Nordhausen-Halle nach dem Krieg unterbrochen wurde. Seine wesentliche Aufgabe bestand fortan darin, Züge in Richtung Bebra und Hanmünden-Kassel zu sortieren. Seit 1969 erledigen das die Fahrdienstleiter im Spurplan 60 Stellwerk EF. Der Blick gen Süden zeigt die aktuelle Situation. Links von Kassel, rechts nach Kassel,
dazwischen die Gleise von und nach Bebra, die im Hintergrund auf einer Brücke überführt werden. Vor der Elektrifizierung lagen beide Kasseler Gleise im linken Einschnitt, womit sich gleichzeitige Fahrten Göttingen-Kassel und Bebra-Göttingen ausschlossen. Unter dem Gestrüpp ganz links verbirgt sich die stillgelegte Gelstertalbahn nach Velmeden. Aus heutiger Sicht Undenkbares tat sich unmittelbar nach dem Mauerfall, auf dem seit fast 45 Jahren ungenutzten Bahndamm zwischen Eichenberg und Ahrenshausen. In weniger als einem halben Jahr wurde die 3 Kilometer lange Strecke als erster Lückenschluss zwischen Bundes- und Reichsbahn wieder aufgebaut und zum Sommerfahrplan 1990 offiziell in Betrieb genommen. Passend dazu dieses Max-Maulwurf-Plakat aus Göttingen. Während vor 30 Jahren eine grenzüberschreitende Strecke binnen 6 Monaten reaktiviert werden konnte, dauert inzwischen selbst die simple Erneuerung 2 Fahrstühle länger. 1998 entstand in Eichenberg eine Verbindungskurve zwischen nördlichem und östlichem Bahnhofskopf, die erstmals seit 1884 wieder direkte Fahrten zwischen Göttingen und Ahrenshausen gestattet. 2003 wurde Gleis 4 mit einer Beifahranlage ausgerüstet, die die Vereinigung aus Bebra und Kassel kommender Züge ermöglicht. Damit zurück nach Göttingen und auf die Nebenbahn nach Bodenfelde. Diese verlor beim Bau der SFS ihre eigene Einführung nach Göttingen und muss seither zwischen dem Personenbahnhof und Güterbahnhof Nord die NSS mitbenutzen. Einziger Bahnhof zwischen Göttingen und Bodenfelde ist Adelepsen, der der Strecke ein vergleichsweise umfangreiches Frachtaufkommen mit teilweise mehrfacher täglicher Bedienung beschert. Im Lauf der Zeit verschwanden die Stationen Wende, Lenglern, Emmenhausen, Eberhausen und Ferlihausen aus dem Kursbuch. Als einzige von ihnen ging Lenglern 2005 wieder in Betrieb. Daneben existieren noch die Haltepunkte Lödingsen, Offensen und Fernerwalshausen. Von der schmalspurigen Gartetalbahn kann ich aus verständlichen Gründen keine Bilder zeigen, denn sie ist seit über 60 Jahren Geschichte. An sie erinnert dieser Straßenname. Auf dem Gelände des früheren Gartetalbahnhofs residiert heute die DB Netz AG. Von hier erfolgt auch die Steuerung der elektronischen Stellwerke im Harz-Weser-Netz, den Regionalstrecken im südöstlichen Niedersachsen. Die Gartetalbahn hatte in der Göttinger Südstadt den Charakter einer Straßenbahn. Sie verlief mitten durch die Leinestraße, vorbei am Felix-Klein-Gymnasium und parallel zu Lotze, Kiessee und Rheinhäuser Landstraße, bevor sie ostwärts ins Gartetal schwenkte. Wer nicht weiß, dass es dieses Bähnchen mal gab, wird sicher auch über kein Relikt mehr stolpern. Bliebe zum Schluss noch die legendäre Dransfelder Rampe. Beim Blick auf die Karte springt die Kehre bei Großellershausen ins Auge. Ihre Entstehung verdankt sie der im 19. Jahrhundert noch weit verbreiteten Kleinstaaterei. Denn das Königreich Hannover wollte beim Bau seiner Südbahn unbedingt den Weg über ausländisches, in diesem Fall kurhessisches, Territorium vermeiden. Um Göttingen auf 148 Meter über Normalnull mit dem 23 Meter tiefer gelegenen Hanmünden zu verbinden, war zunächst ein Anstieg auf eine Höhe von 308 Metern erforderlich. Selbst mit der künstlich gestreckten Linienführung bei Großellershausen ergaben sich Neigungen von bis zu 16,2 Promille, was schon bei vergleichsweise geringer Zuglast den Einsatz von Schiebeloks erforderte. Logisch, dass die sogenannte Gebirgsbahn ins Hintertreffen geriet, nachdem ab 1876 die längere, aber steigungsärmere Strecke über Eichenberg zur Verfügung stand. Nichtsdestotrotz wurde sie bis in die 1960er Jahre von Schnellzügen genutzt und sogar ihre Elektrifizierung stand zeitweilig zur Debatte. Dazu kam es nicht und ab 1975 beschränkte sich der Betrieb auf 2 Nahverkehrszugpaare und die Übergabe zur Bedienung der lokalen Güterkunden, wofür insgesamt 5 Stellwerke sowie diverse Schrankenposten besetzt werden mussten. Heute ist die Strecke abgebaut. Zwischen Göttingen und der ehemaligen Blockstelle Rischenkrug sowie dem früheren Block Wellersen und Oberschäden entstand ein Radweg auf der Trasse. Ja, liebe Leute, damit seid ihr druckbetankt und aufgegleist zum Thema Eisenbahn in und um Göttingen. Vielleicht schaut ihr ja mal vorbei. Die Stadt liegt ziemlich mittig in Deutschland und ist aus allen Richtungen schnell zu erreichen. Gute Reise und bis demnächst!